Sind sehr, sehr geehrt, dass Professor Dr. Hannes Fellerath heute hier ist und uns über den Schutz der Privatsphäre trotz globaler Überwachung etwas erzählen wird. Und da geht es vor allen Dingen darum, wie können wir eigentlich eine weltweite Kommunikationsinfrastruktur aufbauen, nach dem Vorbild des Internets, die aber trotzdem Privacy by Design hat. Und das wäre doch ein extrem spannendes Feld, zu dem Herr Fellerath forscht. Und ja, nach Ihrer Promotion beim bedeutenden Datenschutzpionier Andreas Pitzmann über technischen Datenschutz und Lokalisierung in Funknetzen, der jetzt auch seinen 10. Todestag bald haben wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Ja, sind Sie später Leiter der Arbeitsgruppe für Informationssicherheit geworden in verteilten Systemen an der Uni Hamburg, arbeiten da seitdem an diesen Themen und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie heute hier sind und wir sind sehr geehrt, dass Sie uns bei unserem 10. Geburtstag besuchen und uns hier den Vortrag halten. Dankeschön. So, auch ich darf zunächst gratulieren. Ganz herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Jahreszahlen spielen in meinem Vortrag ein bisschen eine Rolle. Schauen wir mal. Es soll also um das Thema Schutz der Privatsphäre trotz globaler Überwachung Fragezeichen gehen. Denn ich habe eigentlich keine Antwort, sondern mehr Fragen und vor allem viele kleine Lösungsvorschläge, die den Expertinnen und Experten überwiegend auch bekannt sein dürften. Also wir erfinden heute nicht das Rad neu, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen resümieren darüber, was wurde in den letzten vielen Jahren an Ideen, aber natürlich auch an Risiken identifiziert. Und was könnte man eventuell tun, wenn man sich schützen möchte? Vielleicht, um die Begriffe einmal klar zu machen zu Beginn. Privatsphäre ist im Prinzip nichts anderes als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und wir bezeichnen damit das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst darüber bestimmen zu dürfen, wer wann was über sie oder ihn erfährt. Globale Überwachung sehe ich als die Beobachtung, Datenerhebung und Auswertung von digitalen Spuren, die Menschen und Unternehmen in technischen Systemen bei deren Nutzung hinterlassen. Wenn wir noch ein bisschen näher rangehen wollen, dann kann man sagen, wir als Deutsche haben hier ein vorbildliches Bundesverfassungsgericht, das schon 1983 richtungsweisend Dinge formuliert hat, die man eigentlich nur im Originalwortlaut zitieren muss. Und dann weiß man sofort, die haben eigentlich damals schon die Welt verstanden, wie sie heute immer noch existiert, obwohl sie damals noch nicht so viel Vernetzung, Verkettung und schon gar kein Internet hatten. Oder zumindest noch keins, wie wir es heute kennen. Da war nämlich eine der Formulierungen des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit dem Volkszählungsurteil: Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Und diese Formulierung zu Zeiten, als das Internet praktisch noch nicht existierte für uns, die war schon sehr richtungsweisend. Dann kam der Begriff des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und hier hat das Bundesverfassungsgericht dann festgestellt, mit diesem Recht wäre eine Gesellschaftsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Das war genau das, was ich sozusagen zitierend aufgegriffen habe. Nun kann man sagen, der Staat hat also eine Fürsorgepflicht, er muss seine Bürger schützen und im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht hier aufgegeben, wie dieser Schutz auszusehen hat. Da gibt es auf der anderen Seite dann natürlich auch andere Schutzgüter, um die sich der Staat genauso kümmern muss. Er muss nämlich auch Besitz schützen, er gibt die Regeln für das Zusammenleben der Menschen vor und eine Annahme, die Thomas Hobbes hatte, war, je stärker der Staat ist, umso besser kann er Eigentum und Freiheit schützen.
Blöderweise ist dieses Staatsmodell von Hobbes auch kompatibel mit dem Konzept des Überwachungsstaats. Also man sieht gewissermaßen direkt den Widerspruch, auf der einen Seite die Freiheit, auf der anderen Seite eben die Überwachung. Und das unter sozusagen einen Hut zu bekommen, ist eben eine schwierige Aufgabe. Und genau darum soll es zum Teil auch in dem Vortrag gehen. Der Staat greift also ein in unsere Freiheit und somit nicht nur in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, sondern auch in andere Rechte. Und natürlich gibt es dafür legitime Grundlagen, auch die möchte ich nicht näher erläutern. Ich will einfach nur mal das Spektrum aufmachen, wie heute der Staat eingreift, vor allem eben in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das kann reaktiv passieren, das kann auch präventiv passieren. Und neben der Spurensuche gibt es auch noch die Protokollierung von Aktivitäten. Und wenn wir dann im Bereich der Überwachung sind, dann befinden wir uns gewissermaßen hier in dem Bereich, wo wir etwa zum Beispiel Systeme wie Carnivore ansiedeln müssen. Das werden viele nicht mehr kennen. Das war eins der ersten US-Überwachungssysteme, ein E-Mail-Überwachungssystem, das geheim gehalten wurde und nur deswegen offenbar wurde, weil man damit geprahlt hat, wie leistungsfähig Carnivore eigentlich ist. Aus heutiger Sicht absurd, denn die Leistungsfähigkeit der offenen und frei verfügbaren Hacker-Tools war schon zum damaligen Zeitpunkt höher als das, was Carnivore implementiert hat. Das hat dann letztendlich das FBI dazu veranlasst, zu erklären, Carnivore wird abgeschaltet, wir benutzen fortan die frei verfügbaren und offenen Hacker-Tools, die jeder Hacker auch im Internet downloaden kann. Wie funktioniert solche Überwachung? Naja, im Wesentlichen wird bei Internet-Service-Providern oder an anderen strategischen Stellen überwacht mithilfe sogenannter Sniffer und alle Daten landen dann in einer großen Datenbank des Überwachers. Es gibt einen neuzeitlichen Begriff dafür, dass man ja nicht alles dorthin speichern kann, also eine komplette Kopie des Internets, sondern eben nur einzelne gefilterte Inhalte und was damals IP-Adressen schon waren und später dann auch Telefonnummern im sogenannten X-Keyscore-System, das wird dann heute gerne beschönigend auch als Selektoren bezeichnet. X-Keyscore ist, wenn man so will, nichts anderes als die folgerichtige Weiterentwicklung solcher Techniken. Manchmal schlägt aber das Imperium förmlich zurück. Ja, manchmal wird auch der Staat sozusagen Opfer von Überwachung und Verkettung. Ein schönes Beispiel aus meiner Sicht ist die Strava Heatmap, die vermutlich auch bekannt ist bei vielen, zumindest Aktivisten. Warum? Naja, hier war es so, dass das US-Militär ausgestattet wurde mit Fitness-Trackern, die die beliebtesten Laufstrecken dann in einer Heatmap abgebildet hat. Und nehmen wir mal an, Sie sind auf einer geheimen US-Militärbasis und diese ist eingezäunt. Dann werden Sie höchstwahrscheinlich an der Innenseite des Zauns entlang laufen und ungewollt diese US-Militärbasis kartieren. Und genau das ist passiert und somit waren geheime Dinge plötzlich öffentlich. Das kann schon mal passieren und gerade die Verkettung von Aktivitäten im Netz führt eben selbst dann, wenn man eigentlich schon sensibel ist für das Problem der Überwachung und des Datenschutzes und eben auch der Anonymität, dieses Problem führt manchmal doch zu überraschenden Ergebnissen, wenn Datensätze, die vermeintlich anonymisiert sind, miteinander verkettet werden. Sweeney hat im Jahr 2000 gezeigt, dass es möglich ist, ein vermeintlich anonymes medizinisches Register mit Daten von US-Bürgern zu verknüpfen mit öffentlich zugänglichen Wählerverzeichnissen. Anders als hier in Deutschland sind dort Wählerverzeichnisse öffentlich. Und wenn diese beiden Datensätze miteinander verknüpft werden über die Postleitzahl, das Geburtsdatum und Geschlecht einer Person, so lassen sich plötzlich die medizinischen Daten eben auch konkreten Personen zuordnen, obwohl man eigentlich dort anonymisiert hat.
Wir Experten sprechen eher von Pseudonymisierung, denn allein die Kombination aus verschiedenen Merkmalen kann so viel Personenbezug bedeuten, dass eben Eindeutigkeit herstellbar ist. Und Frau Sweeney hat das gezeigt, dass das in diesem konkreten Datensatz für sogar überraschend hohe 87% der US-Bevölkerung möglich war. Natürlich gab es auch einen Prominenten unter diesen 87% und deswegen hat das auch gewisses Aufsehen erregt. Sie ist damit auch die Entwicklerin des Konzepts der K-Anonymity geworden, denn sie hat eben deutlich gemacht, dass man in der Informatik bestimmte Maße für die Stärke einer Anonymität definieren kann, die dann zumindest im Modell geeignet sind, eben festzustellen, wie anonym man ist. Also es gibt auch in den Gesetzen, auch etwa in der Datenschutzgrundverordnung, durchaus Aspekte, die andeuten, es gibt keine absolute Anonymität, sondern immer nur relative Anonymität. Und deswegen hat der Gesetzgeber zum Beispiel den Begriff der Anonymität in der Datenschutzgrundordnung von vornherein vermieden. Es gibt auch lustige Verkettungsmöglichkeiten in dem Zusammenhang. Eine der interessantesten und vielleicht auch für die Betroffenen gar nicht so angenehmen Verkettungsmöglichkeiten war ein New Yorker Taxidatensatz, in dem die Drop-off-Locations von Besuchern eines Nachtclubs kartiert wurden. Und alle blauen Punkte auf der Karte deuten vermutlich auf die Nähe des Wohnorts eines Besuchers eines solchen Nachtclubs hin. Ja, hier kann man also offensichtlich öffentlich verfügbare Informationen eben auch wieder verketten und weiß dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, ob jemand vielleicht regelmäßig einen solchen Nachtclub besucht. Wir sprechen heute häufig vom Internet of Things und wenn wir über das Internet der Zukunft und Datenschutz reden wollen und Schutz vor Überwachung, müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass Sensoren in Haushalten existieren, wie zum Beispiel vielleicht der Stromzähler der Zukunft, der dann eben zeigt, wann ich nach Hause gekommen bin, wann ich gegangen bin. Und es gibt Studien, die belegen, dass es aus diesen Stromverbrauchsdaten, wenn sie denn etwa erhoben wurden, im Minutentakt, auch möglich ist, herauszufinden, welches Fernsehprogramm man schaut. Da stört es auch nicht, wenn da nebenbei noch die Waschmaschine läuft, denn mithilfe des Machine Learnings ist es möglich, dann genau diese hohen Zacken rauszurechnen. Beim Fernsehgucken genügen eher die kleinen Zacken, die man jetzt hier gar nicht mehr sehen würde. Also das heißt, die Leistungsfähigkeit der Überwachung ist schon drastisch gestiegen in den letzten Jahren. Und das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1983 vielleicht unbewusst vorausgesagt. Wenn man heutige Netze anschaut, dann sind sie immer verteilte Systeme. Es gibt dort sehr viele Betreiber, sehr viele Anwender und die werden gegensätzliche Sicherheitsinteressen haben, wie man schon klar sehen konnte, auch auf den motivierenden Folien. Woiduk und Kent haben interessanterweise 83 drei Bedrohungen definiert und man ist vielleicht überrascht, dass es erst zu spät war, denn Informationssicherheit spielte vorher auch schon eine Rolle, aber tatsächlich erst so spät haben sie diese drei Bedrohungen, unbefugter Informationsgewinn, unbefugte Modifikation und unbefugte Beeinträchtigung von Funktionalität definiert und wir korrespondieren heute diese drei Bedrohungen mit den üblichen und ich glaube inzwischen auch in der Schule gelehrten drei Schutzzielen: Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. 1969 wurde das Internet geboren. Es ist ein verteiltes System. Damals hatte es sehr wenige Betreiber, wenige Anwender und man hat einen kooperativen Ansatz verfolgt. Es war ein geschlossenes System, das heißt, es gab ein Vertrauensmodell und deswegen waren die Schutzziele unbefugter Vertraulichkeit, also die Bedrohung unbefugter Informationsgewinn und das Schutzziel Integrität, unbefugte Modifikation als Bedrohung noch sehr unwichtig. Wichtig dagegen war der Schutz vor außenstehenden Angreifern, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten. Ja, man wollte also resilient sein durch ein fehlertolerantes Routing, aber im Prinzip die Dinge, die uns heute umtreiben, spielten 1969 keine so große Rolle.
Wenn man mal schaut, wie geht es, die Verfügbarkeit zu verbessern, dann gelten zwei Basismechanismen, die Redundanz, also man legt einfach Komponenten mehrfach aus und bei Ausfall übernimmt die Ersatzkomponente. Ein zweites Schutzziel in dem Zusammenhang ist die Diversität. Das spielt im Zusammenhang etwa mit der technologischen Souveränität heute eine große Rolle. Wenn ich Komponenten beispielsweise der Firma Cisco in meinem Netz verbaue und keine anderen Komponenten und nun hat ausgerechnet diese Cisco-Komponente einen Fehler, dann ist mein ganzes Netz unverfügbar. Und Sie können Cisco durch andere Netzbetreiber, auch solche, die aus China kommen und vielleicht auch Mobilfunktechnologie anbieten, ersetzen. Und dann wissen wir, warum wir eine Diskussion zum Beispiel über 5G-Netze hatten. Interessanterweise gilt die gleiche Argumentation auch für Vertraulichkeit und Integrität. Ja, denn wenn Diversität da ist, also viele Anbieter in so einem Netz eben auch gleichberechtigt nebeneinander arbeiten können, dann lassen sich sogenannte verdeckte trojanische Pferde ebenfalls tolerieren. Das heißt, die können einfach nicht wirken, weil gewissermaßen der Pfad abgeschnitten ist in dem Netz, an dem entlang der Angreifer zum Beispiel Daten eben ausspäht. Wie sieht es mit Vertraulichkeit und Integrität aus? Das erste tragfähige Konzept zum Schutz der Vertraulichkeit und der Integrität stammt etwa von 1994. Das war Secure Sockets Layer und auch heute noch wird es häufig als die eierlegende Wollmilchsau der IT-Sicherheit im Internet gesehen. Zum Vergleich einfach noch ein paar Jahreszahlen. 1969 hatte ich ja schon erwähnt. Das war sozusagen die Gründung des Internet, damals hieß es noch ARPANET. 84 das Domain-Name-System, ja, also vorher hat man nur IP-Adressen, also Nummern verwendet. Erst seitdem gibt es auch die sprechenden Namen von Rechnern. Das Hypertext-Protokoll 1991, ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Gopher gearbeitet habe. Und 93 war dann der Webbrowser, das heißt, das war im Prinzip ein Hypertext-System, wo man nicht nur Texte, sondern auch Bilder verwenden konnte. Ich setze es mal in Beziehung zu dem Referenten, der im gleichen Jahr wie das Internet geboren wurde. Da kann man jetzt sehr schön ablesen, dass ich über die Jahre älter geworden bin. Na gut, das sieht jeder, aber nicht nur das. Ich habe, würde ich sagen, deutlich schneller laufen und sprechen gelernt und war vermutlich auch früher sensibel für die Internetsicherheit. Kleiner Scherz am Rande. Schauen wir uns vielleicht mal die drei Schutzziele an aus einer Art der Gliederung, wie wir sie heute gerne verwenden. Wir unterscheiden nämlich einerseits Inhalte, die geschützt werden sollen, andererseits Verkehrsdaten, die schützenswert sind, gerne auch als Metadaten bezeichnet. Und daraus resultiert jetzt so eine Einteilung, auf die ich im Folgenden kurz eingehen werde. Wenn wir uns die Verfügbarkeit anschauen, da muss man einfach sagen, das Internet von 69 war ziemlich gut. Und Internet of Things und Begriffe, die heute ein bisschen oldschool sind, wie Ubiquitous Computing, zeigen eigentlich, dass man auf diesem Sektor wirklich frühzeitig gut gearbeitet hat. Im Bereich der Vertraulichkeit und der Integrität sind die schon erwähnten Transport Layer Security, Secure Sockets Layer sicherlich gute Lösungen, wenngleich über die Jahre immer wieder Fehler entdeckt wurden und dann auch beseitigt wurden. Und mit IPsec hat man auch eine Lösung, die inzwischen über viele Jahre existiert und auch einen Großteil der Probleme relativ zuverlässig löst. Natürlich werden die geupdatet, die kryptografischen Algorithmen können nicht die gleichen sein wie vor 50 Jahren. Na gut, so lange gibt es das ja noch gar nicht, haben wir ja gesehen, seit 94. Aber es ist jedenfalls grundsätzlich von den Protokollen her schon mal alles da, was man unbedingt braucht. Vieles on top, was nicht nötig ist. Unbedingt, aber trotzdem nice to have. Wenn wir in den Bereich der Zurechenbarkeit schauen, ein Schutzziel, das aus der Integrität abgeleitet wird und meint, dass man weiß, wer was im Internet gemacht hat, ja, da gibt es verrückte Ideen, die immer dann wieder hochkommen, wenn gerade mal was Schlimmes passiert ist. Ja, nämlich zum Beispiel die Idee, dass alle mit Kennzeichen in der Gegend umherlaufen. Also so wie Autos eben ein Kennzeichen haben, so könnten auch Datenpakete eben eine Kennzeichnungspflicht haben. So viel dazu.
nicht die Lösung, die uns hier näher interessiert. Interessieren sollte uns die Lösung für den Schutz von Verkehrsdaten, also Metadaten. Und hier ist das Konzept von Privacy by Design einschlägig. Und sehr interessant ist, dass dieses Konzept auch schon ganz schön alt ist. Es ist nämlich etwa auch Mitte der 90er Jahre entwickelt worden vom kanadischen Privacy Commissioner, also vom kanadischen Herrn Kelber, wenn man so will, war damals eine Frau. Und sie hat sieben Grundprinzipien des Privacy by Design definiert. Einige davon haben bis heute überlebt. Und in dieser Übersicht sieht man mal, die Zeit fehlt mir leider, das jetzt im Detail zu erläutern, dass eben zumindest die Transparenz, dann eben der Schutz mithilfe kryptografischer Mechanismen und Datenschutz durch Voreinstellungen schon Anfang, Mitte der 90er Jahre definiert wurden als wichtige Ziele. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Mechanismen, die notwendig sind. Und ich will mal als ein Beispiel auf eine Gliederung nach 4 bzw. 5 Mechanismen sozusagen näher eingehen, die helfen, auch technisch sozusagen die Dinge umzusetzen. Sie stammt von Jab-Henk Höpmann, ist im Jahr 2014 publiziert worden und galt, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon als Folklore. Und er macht hier das am Beispiel einer Datenbank. Es gibt also gewissermaßen Datenbankeinträge, die Individuen betreffen und die einzelnen Attribute sind die Spalten dieser Datenbank. Und ein Prinzip ist Datenminimierung. Also nur speichern, was unbedingt nötig ist. So steht es halt auch in der Datenschutzgrundverordnung drin. Separieren, also verteilte Systeme einsetzen, Daten nicht zentral speichern, sondern verteilt. Aggregieren, vielleicht braucht man nicht alle Daten im Detail, sondern kann sie zusammenfassen. Ganz klar, ja, wenn ich nur noch Durchschnittswerte habe, dann habe ich an dieser Stelle eben keine Einzeldaten mehr, die konkret sind. Und dann gibt es noch das Gegenteil davon, das ist perturbieren, also Daten etwas unscharf machen, ungenau machen, wenn eben genaue Daten nicht erforderlich sind. Ein letztes Konzept ist dann noch Hiding, also Daten zu verschlüsseln. Wenn man sich das jetzt übertragen aufs Internet vorstellt und eben sozusagen die Zukunft, dann wäre eine Lösung, die man einsetzen könnte, die im Prinzip auch schon vor langen, langen Jahren definiert wurde, dass man im Grunde genommen auf Client-Seite möglichst alle Daten Ende zu Ende verschlüsselt, verkettbare Dienste nur dann nutzt, wenn es wirklich nützlich ist und gewollt ist, und auf lebenslange Geräte und plattformübergreifende IDs verzichtet. Also die liebgewonnene Apple-ID oder die Google-ID sollte man eben nicht von Gerät zu Gerät weiterverwenden, weil dann wieder alle Daten, selbst wenn sie für sich genommen unabhängig wären, wieder verkettet werden können und somit dann doch wieder in dem großen Datenfriedhof landen. Eine weitere Sache wäre, im lokalen Router etwas zu tun, den am besten selbst zu betreiben und nicht dem Internet Service Provider das zu überlassen. Denn der lokale Router kennt normalerweise immer alle Geräte, IDs und deren Nutzer. Ja, er könnte aber den Geräten, die sich in der Domäne des Nutzers befinden, viele IP-Adressen zur Verfügung stellen, ein sogenanntes Bouquet. Und wenn ich dann aus diesen Tausenden, vielleicht auch Zehntausenden Adressen für unterschiedliche Dienste, unterschiedliche IP-Adressen auswähle, dann habe ich praktisch mit der Performance des heutigen Internet alle Nachrichten unabhängig gemacht. Es gibt weiterhin natürlich die Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln. Ja, denn neben der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sollten die Datenpakete wenigstens bis zum nächstgelegenen Router verschlüsselt werden. Wir sprechen dann von Verbindungsverschlüsselung. Noch besser über einen sogenannten IPsec-in-IPsec-Tunnel verschlüsselt werden. Wer das Tor-System kennt, weiß, was das Grundprinzip ist. Zwiebelschalenförmig werden gewissermaßen alle Datenpakete eingepackt und verändern auf dem Weg durchs Netz ihr Aussehen und sind damit nicht mehr für Außenstehende verkettbar. Entsprechend würde das Gleiche dann auch auf Empfängerseite passieren. Das heißt, auch der
lokale Router beim Empfänger würde entsprechende Funktionen implementieren. Dies alles hat im Grunde genommen der Gesetzgeber in der Datenschutzgrundverordnung sehr viel abstrakter und technikneutral formuliert. Aber dort finden sich im Grunde genommen alle Folterinstrumente, die ich gerade beschrieben habe. Ja, sie müssen eben nur eingesetzt werden in der Praxis. Und wir haben da so viel Erfahrung in der Forschung, dass man eigentlich nur sagen muss, es muss halt in die Praxis überführt werden. Damit bin ich am Schluss angekommen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Protokolle und müssen uns von alten, liebgewordenen Protokollen verabschieden, konsequent Ende zu Ende verschlüsseln, konsequent möglichst aus vielen tausenden IP-Adressen wählen und wenn es denn auch performancemäßig möglich ist, verschachtelte Verbindungsverschlüsselung nehmen. Nach dem Vorbild, das man am besten im Tor-System heute kennt. Es bleiben ein paar Restprobleme, die Beobachtungsmöglichkeiten auf der Anwendungsschicht. Ja, also wenn ich sozusagen Dinge verkette, weil ich das will als Nutzer, dann habe ich dafür selbstbestimmt die Entscheidung getroffen, aber die Technik sollte das nicht automatisch tun. Und Aspekte der Zensur und der Verfolgung von Missbrauch müssen natürlich adressiert werden. Ich erinnere an Hobbes, ja, wo wir eben dieses Gleichgewicht haben. Also der Staat kann natürlich nicht einfach nur zusehen, wenn eben im Internet Drogen vertickert werden, beziehungsweise dort Waffen angeboten werden. Und ein Punkt, der auch noch ungelöst ist, auf dem wir auch politisch aktiv sind, ist eben die Frage der technologischen Souveränität. Also konkret die Fragestellung, dass wir möglichst wieder eine eigene Chipproduktion bekommen, eigene Software- und Hardwareproduktion in Europa, damit wir unabhängig werden von Gefahren, die zumindest in den nächsten 5 bis 15 Jahren vielleicht aus Asien, vielleicht aber auch aus Amerika drohen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Fellerath. Wir haben die Möglichkeit, jetzt wieder aus dem Publikum Fragen zu stellen, wenn jemand eine hat. Ansonsten habe ich auch schon welche aus dem Internet und bestimmt ergeben sich daraus auch noch mehr. Und zwar ist die erste Frage, wie einfach ist es für einen Betroffenen, seine personenbezogenen Daten technisch zu schützen, also zum Beispiel zu verschlüsseln? Oder ist es einfacher für die Staaten, die mittlerweile auch schon zu entschlüsseln, also erstmal zu überwachen natürlich und dann zu entschlüsseln? Ansonsten natürlich ein stetiger Wettlauf, aber wo stehen wir da gerade? Wissen Sie das? Ich bin überrascht darüber, dass man inzwischen E-Mail verschlüsseln kann, ohne dass man großartig Software installieren muss. Finden Sie vielleicht auch interessant, aber vor ein paar Jahren war es ja doch etwas aufwendig, wenn man eine E-Mail verschlüsseln wollte. Das geht inzwischen relativ einfach. Man installiert sich einfach eine der neueren oder der neuesten Versionen von Thunderbird, muss natürlich trotzdem noch PGP installieren und dann hat man sie eigentlich. Andere E-Mail-Programme können das theoretisch auch. Praktisch wurde das nie implementiert. Und ich finde zum Beispiel, dass der S/MIME-Verschlüsselungsstandard, das ist eine Alternative zu PGP, an der Stelle immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, wenngleich Firmen das heute praktisch standardmäßig einsetzen. Was mich immer noch ärgert, ist, dass ich WhatsApp benutzen könnte oder iMessage, und auch alle Daten verschlüsselt wären, ohne dass ich auch nur einen Finger dafür krumm machen muss. Warum geht das bitte nicht, sowas einfach standardmäßig in die Endanwendungen einzubauen? Und ganz nebenbei, wenn man mit HTTPS durchs Internet surft, ist man ja auch verschlüsselt dabei. Nur da habe ich als Endbenutzer oft keine Kontrolle drüber und das merkt man schon an dem, was ich sage. Der Endbenutzer, der hat in aller Regel das an Technologie, was ihm angeboten wird. Und gerade dort, wo ich eben ahnungslos bin. Dort wünsche ich mir eigentlich Technik, die das völlig unabhängig davon macht, welche Programme ich mir installiere. Und da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf. Aber wir alle verschlüsseln öfter und hoffentlich wirkungsvoller, als man so glauben mag. Und wie schon erwähnt, die eierlegende Wollmilchsau, Transport Layer Security, benutzen wir alle vermutlich täglich, wenn wir durchs Internet surfen. Ich persönlich würde HTTP verbieten.
Ja? Und witzig ist, das letzte Mal, als ich mit Herrn Kelber zusammengetroffen bin, der ja inzwischen beim Bier ist, oder vielleicht auch noch zuhört, hallo Herr Kelber, das letzte Mal, als ich mit Herrn Kelber zusammengetroffen bin, ging es im Deutschen Bundestag genau um eine Anhörung zu einer Verschlüsselungspflicht. Also das ist auch in der Politik angekommen, dass man Gesetze machen könnte, die eben eine Pflicht zur Verschlüsselung entsprechend vorschreiben. Der Weg, das technisch umzusetzen, ist vorgezeichnet und wir brauchen nur noch ein paar Softwareentwickler, die auch in der Lage sind, das dann wirklich in die Endprogramme so einzubauen, dass es sich eben leichtgängig anfühlt. Ja, und da sind wir dann auch an der Interoperabilität zwischen E-Mail, die ja wunderbar funktioniert, wenn sie denn nicht PGP verschlüsselt ist, und ja, den verschiedenen Messengern, wo man sich ja nicht untereinander dann schreiben kann, zumindest in den ganz klassischen, die alle benutzen, und wo man sich schon ja freuen kann, dass es einfach so funktioniert, dass Leute in einer Signalgruppe verschlüsselt kommunizieren, ohne dass sie sich Gedanken darüber machen, auf jeden Fall. Gibt es Fragen aus dem Publikum, die jetzt in die Diskussion gehen wollen? Eine Frage, kannst du sie kurz stellen und ich wiederhole sie dann? Sie sehen das Ganze ja aus so einer technischen Sicht heraus, was ja sicherlich auch wichtig ist. Aber gerade bei HTTPS ist ja das Problem zum Beispiel, dass ich als Endnutzer unter Umständen gar nicht so viel mehr an Transparenz oder sowas gewinne. Ich weiß halt nicht, ich weiß gut mittlerweile vielleicht durch die Consent-Tools, wie viele tausend Scraper und was weiß ich für JavaScript-Programme da drauflaufen. Aber die Daten, selbst wenn sie verschlüsselt sind, können natürlich trotzdem noch abgegriffen werden und sind noch schlechter nachzuvollziehen. Müsste es nicht eher irgendwie auf einer gesellschaftlichen Ebene irgendwie eine Veränderung stattfinden? Wiederholen. Das war jetzt sehr, sehr viel. Es müsste eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden im Bereich Code of Conduct für Privacy oder Datenschutz. Was macht man selber? Welche Tools benutzt man und was stellt man auch für Informationen über andere und über sich selbst ins Netz? Meinst du in so eine Richtung? In so eine Richtung so ein bisschen. Als ich 1994 angefangen habe bei Andreas Pitzmann als Doktorand, da hatte ich auch das Gefühl, man könnte doch so vorgehen, dass man einfach strengere Gesetze macht, die mehr Datenschutz vorschreiben. Und zum Teil ist das ja auch in der Zwischenzeit passiert. Auf der anderen Seite muss man damit rechnen, wenn man dem Gesetzgeber eine starke Kompetenz gibt und auch viel Macht, das zu tun, dass er die eben auch einsetzen könnte, um zum Beispiel starke Gesetze zu machen für die Überwachung. Ich nenne nur das Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Deswegen ist es gut, wenn wir ein gutes Gleichgewicht haben zwischen einerseits eben Freiheit und damit meine ich auch, dass diejenigen, die Technologie anbieten, die eben auch gestalten können, also gewissermaßen auch frei sind darin, Funktionalität dort einzubauen, und man würde das eventuell dem Markt überlassen. Ja, was wird eher angenommen? Eher die Technik, die stärker überwacht, oder eher die Technik, die eben doch mehr Privacy bietet? Ein von mir sehr verehrter Kollege, insbesondere Kollege auch von Herrn Kelber, Helmut Bäumler, der in Kiel Datenschützer war, über viele Jahre hinweg, hat den Begriff geprägt, Datenschutz muss sexy sein, Datenschutz soll einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Das heißt, was wir brauchen eine gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die eben es ermöglichen, dass Datenschutz einen Wettbewerbsvorteil sein kann und attraktiv sein kann. Mein Eindruck ist, dass der Gesetzgeber an dieser Stelle eher die Aufgabe darin sieht, Wirtschaftsförderung zu machen, und wenn Unternehmen sozusagen gewinnträchtig sein können, wenn sie Daten verketten, sammeln und bessere Werbung damit machen können, dann wird das eher gefördert als die Datenschutzfreundlichkeit. Alles natürlich im Rahmen der gesetzlichen Schranken, die das Datenschutzgesetz sozusagen bietet. Aber ganz ehrlich, wie oft haben Sie schon Datenschutzerklärungen gelesen, auch von großen Firmen, die mit F oder mit G anfangen, ja, wo dann draufsteht, vielleicht auch mit M, jeder kann sich jetzt seinen Teil denken, der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Dieser Satz ist toll, aber er drückt im Wesentlichen aus, nach meiner Auffassung,
wenn dann anschließend nämlich steht, was alles protokolliert und gesammelt wird, dass der Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer doch ziemlich Schnurz ist aus der Sicht der Firmen. Und genau an der Stelle muss man ansetzen. Ja, man muss Firmen durch stärkere Kontrollen und auch durch Sensibilisierung und durch eine Rahmengesetzgebung, die Datenschutz attraktiv macht, die Chance geben, datenschutzfreundliche Dienste anzubieten. Und ja, mein Vortrag war nicht utopisch, sondern er hat sehr realistisch dargestellt, was man machen kann. Das, was ich gerade gesagt habe, war eine Utopie. Okay, dann deine Frage, nicht meine. Ja, vielen Dank für den, schönen Vortrag zu Verkettung. Und ich frage mich, ob man das nochmal zurückbinden kann an das, was wir von Herrn Kellner gerade gehört haben, an diesem Beispiel dieser Corona-Warn-App. Ich muss nicht darüber streiten, ob die jetzt besonders effektiv ist im Schutz oder sowas, rein aus der technischen Perspektive. Was ist deine Einschätzung? Deine technische Evaluierung. Ist das so ein Beispiel für, wo Datenschutz im bäuerischen Sinne mal sexy war oder sozusagen gefruchtet hat, wie Kelber das gerade gesagt hat? Mhm. Oder sind da Pferdefüße drin, die wir übersehen? Also ich wiederhole das ganz, ganz kurz bitte. Für das Publikum im Stream und im Video, ob die Corona-Warn-App sozusagen als sexy Beispiel für Datenschutz jetzt funktioniert hat oder wie die Einschätzung dazu ist. Also Corona als Ganzes ist natürlich alles andere als sexy und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch richtig Sex-Appeal gewinnen wird in den nächsten Monaten. Also von daher wäre eher die Lösung, die man anstreben würde, mithilfe einer solchen App doch safe zu sein und möglichst schnell wieder in den Normalzustand zurückzukommen. Das kann die App nicht leisten. Aber was interessant ist, die Corona-Warn-App ist ja auf der Basis zweier widerstreitender Konzepte entstanden. Und ich meine jetzt nicht das Konzept, das Herr Kelber auch in seinem Vortrag kurz erwähnt hatte, dass man einfach Mobilfunkzellen auswertet und darüber sozusagen Annäherungen misst, sondern es gab ja erstmal grundsätzlich die zwei Konzepte, einerseits Bluetooth-Daten lokal zu speichern und zum anderen Bluetooth-Daten zentral an einem Server zu speichern. Diese Ansätze unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht nur marginal voneinander, wenn es erstmal um das Grundprinzip geht, aber sie unterscheiden sich fundamental, wenn es um die Frage geht, braucht man eine zentrale Datenbank? Und das Tolle an dem Konzept, das wir jetzt haben, meines Erachtens erstmalig in der Geschichte einer Software, die auch so breit noch dazu angewendet wird, hat man sich entschieden, wirklich Privacy by Design zu machen und Privacy by Default. Auch der Ansatz, der vorher da war, war schon echt gut. Ja? Und ich meine, man muss auch ehrlich sagen, hätten die schneller geliefert, also das erste Konsortium, dann hätten wir diesen datenschutzfreundlichen Ansatz, den wir heute haben, nie bekommen. Ich bin sehr froh, dass es ein bisschen länger gedauert hat, denn es hatte sich ja international dann doch eine Gruppe von Forschern formiert, die dann dem rein dezentralen Ansatz den Vorzug gegeben hat. Ich bin dazu auch häufig befragt worden durch die Presse und habe zu Beginn, als klar war, es würde so eine App kommen, immer gesagt, lieber schnell die App. Und dann verzichten wir sozusagen erstmal auf ein kleines bisschen Datenschutz. Und da kann man immer noch nachbessern. Dann kam sie ja nicht schnell und deswegen ist die Lösung, die wir jetzt haben, meines Erachtens eine der besten Lösungen, die es überhaupt geben kann. Marginal kann man immer sagen, lässt sich noch was verbessern. Das betrifft aber jetzt vor allem, muss man sagen, die Erkennungsgenauigkeit, die Effektivität der Anwendung. Denn es gibt ja Kritikpunkte, zum Beispiel, dass sie nicht wirklich gut funktioniert, wenn man sich etwa in faradäischen Käfigen befindet, also in Zügen zum Beispiel, dass dort eben aufgrund der Reflexionen und der Fading-Effekte die Messgenauigkeit sehr stark absinkt. Und eine Sache, die man sich vorstellen könnte, die ich sehr attraktiv fände, wenn wir jetzt weiter forschen in die Richtung, wie kann man eben beispielsweise mit Ultra-Wideband oder anderen Technologien diese Erkennungsgenauigkeit erhöhen, vielleicht auch mit Armbändern, die man kaufen kann, ja, die sich dann synchronisieren. Also die Funktechnik, um solche, sagen wir mal, schwierigen Situationen zu meistern, die ist theoretisch da, sie ist nur praktisch noch nicht nutzbar gemacht für solche Anwendungen. Und ich glaube, da sollten wir hingehen, denn die nächste Pandemie kommt bestimmt. Auch wenn wir sie hoffentlich nicht erleben werden.
Und die aktuelle begleitet uns ja leider noch eine ganze Weile. Ich wollte auf zwei ganz spannende Forschungsprojekte von Ihnen noch hinweisen, damit alle Menschen zu Hause an den Empfangsgeräten die noch nachschauen können. Und zwar ist das einmal Harbor IT Security Monitoring, was ich ganz spannend finde. Ich bin immer die bisschen abseits der klassischen Netzpolitik-Programme in der IT, also für IT-Sicherheit von Unternehmen der Hafenwirtschaft und wie man sich da mit so IT-Sicherheitstools gegen Angriffe wehren kann. Das ist extrem interessant. Und dann aber auch sehr konkret für die DigiGas und für alle, die sich netzpolitisch interessieren, interessant, smarte Netze zur urbanen Bürgerbeteiligung. Und Bürgerbeteiligung ist natürlich ein Kernthema für uns auch. Das Projekt geht jetzt noch ein Jahr und da kann man sich dann auch auf der Webseite nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie digitale Städte und dezentrale offene Informationsräume uns irgendwie helfen können, uns zu beteiligen in der Politik und in der Verwaltung. Genau. Herzlichen Dank, Herr Federath. Danke, dass Gerne. Sie da waren. Vielen Dank für die Einladung. Freuen uns sehr und hoffen, dass wir gleich noch ein bisschen mit Ihnen sprechen können. Und Dankeschön. Gerne. Und jetzt machen wir noch eine Sekunde Umbaupause.